Ihr Lieben, heute ist der 26. Dezember und er steht in den meisten Kalendern als zweiter Weihnachtsfeiertag und so wird er ja auch von den allermeisten hier bei uns begangen. In derselben Zeit etwa, in der von Rom aus sich der 25. Dezember als Tag der Geburt Jesu ausbreitete, ist im Osten der Christenheit ein Tag entstanden, der an den ersten Märtyrer der Christenheit erinnert, den Stephanus. Und dieser Stephanustag wurde auf dem 26. Dezember begangen. Und beide Feste kamen aus unterschiedlichen Weltrichtungen innerhalb der Christenheit dann zusammen und sind allmählich in eine Festfolge hinein zusammengewachsen und haben doch ihren sehr eigenen Charakter jeweils bewahrt. Für uns hier in Deutschland ist Weihnachten einfach so wichtig, dass wir den Stephanus weithin ausgeblendet haben. Anderswo in der Welt, übrigens auch in deutschsprachigen Räumen, sieht das anders aus. Und bei der Gelegenheit gehen erstmal Grüße heraus an alle Leute, die Stefan, Istvan, Esteban, Etienne oder so ähnlich heißen. Und natürlich auch an alle, die Stefanie oder so ähnlich heißen. Ja, das Martyrium des Stephanus, das findet man aufgeschrieben, also die ganze Geschichte von dem Stephanus findet man aufgeschrieben im 6. und 7. Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Das will ich jetzt nicht alles lesen, nur den letzten Abschnitt möchte ich lesen, nämlich aus dem 7. Kapitel ab dem 55. Vers. Stephanus aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Das Besondere an diesem Stephanus-Martyrium ist, die Christusförmigkeit, die hier herausgestellt wird. Das betrifft jetzt natürlich ganz klar das Lebensende des Stephanus, aber das strahlt spätestens vom Ende her über die ganze Geschichte dieses Mannes hinweg. Also er wird dargestellt als einer, der sein Leben christusförmig gelebt hat. Diese Christusförmigkeit ist mit Händen zu greifen. Das letzte Wort, das Stephanus hier sagt, vergib ihnen, rechne ihnen diese Sünde nicht an, entspricht dem vorletzten Wort, das Jesus am Kreuz sagt. Und das vorletzte Wort, das Stephanus hier sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, entspricht dem letzten Wort Jesu nach dem Lukas-Evangelium, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, in den beiden Schriften des Lukas ist diese Beziehung der beiden Lebensenden so mit Händen zu greifen, deutlicher kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken. Jetzt kommt uns das nicht zu Pass, dass ein Märtyrertod mitten in der Weihnachtsseligkeit begangen wird. Wir sind noch ganz beschäftigt mit dem süßen Babylein. Es hilft aber nichts. Und es gibt einen guten inhaltlichen Grund, warum es uns auch gar nichts helfen muss, weil es nämlich eine viel bessere Hilfe gibt, als die, die wir so gerne suchen, wenn wir nach kleinen Babys gucken und uns an deren Unschuld und auch an deren Bedürftigkeit erfreuen und uns die zu Herzen gehen lassen. Nämlich der geöffnete Himmel, der kommt vor in der, ja auch aus dem Lukas-Evangelium stammenden Geschichte von der Geburt Jesu. Der Himmel tut sich auf über den Hirten
Und die Engel erscheinen und geben frohe Botschaft, die allem Volk widerfahren wird. Und hier tut sich dem Stephanus der Himmel auf und er sieht geradezu Gott selber und sieht Jesus Christus zu dessen rechter Seite. Der geöffnete Himmel verbindet die beiden. Und im Falle des Stephanus verbunden mit der Verheißung, dass wenn es lebensbedrohlich wird für einen Christen, sich ihm auch der Himmel auftun wird. Und Jesus sich geradezu zeigen wird, der genau dieses Schicksal auch durchgemacht hat. Ich habe ja nie eine Situation erleben müssen, in der mein Leben auf dem Spiel stand oder mein Leben bedroht war. Aber ich kenne sehr viel weniger ernsthafte Situationen, in denen sich mir auch der Himmel aufgetan hat. Nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt den Jesus irgendwo zur Rechten von was weiß ich welcher Herrlichkeit Gottes gesehen habe. Es gibt ja auch andere Zeichen, in denen Gott sich deutlich machen kann, dass er einem den Himmel öffnet, ohne dass diese Augen was zu sehen kriegen. Und doch tut sich der Himmel auf. Und insofern gebe ich dieser Geschichte von dem Martyrium des Stephanus alle Wahrheit, die in dem Buch zu lesen ist, das ist menschliche Erfahrung und nicht nur ausgedachter Kram. Ich finde den Stephanus mit seinem Martyrium wichtig als zweiten Weihnachtstag, weil wir in diesem Fall daran erinnert werden, dass von Anbeginn an der geöffnete Himmel immer von Menschen bedroht worden ist. Denn der geöffnete Himmel kommt bedingungslos. Der tut sich einfach auf, weil Gott das will, nicht weil Menschen das herbeizwingen. Wir Menschen haben aber immer den Hang, die Dinge selber in den Griff nehmen zu wollen und verwalten zu wollen. Und deswegen kommt uns ein Gott, der einfach so seinen Himmel auftut, überhaupt nicht zu Pass. Und dann schieben sich Hierarchien von Heilsverwaltern dazwischen. Oder es schieben sich Machtinteressen von Herrschern dazwischen oder Kapitalinteressen von wem auch immer. Und so verschließt ein Mensch dem anderen den Himmel. Gott lässt sich da nicht von abbringen, dennoch seinen Himmel gelegentlich zu öffnen. Und im Falle des Stephanus, in der größten Bedrohung ist es, der Himmel tut sich auf. Und das lässt die Bedrohung überwinden. Wenn sich der Himmel auftut, verschwindet nicht das Problem. Aber der, dem sich da der Himmel auftut, der wird auf einmal merken, dass das Problem den ihm angemessenen Platz bekommt. Und dieser Platz hat Menschenmaß. Der geöffnete Himmel aber, der hat Gottes Maß. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete weitere Weihnachtszeit. Amen.